Polizei hat mir gerade. Herr Rolf, vor fast genau einem Jahr hat Ihre Behörde von dem Missbrauchsfall Lüchte erfahren. Was hat sich seitdem bei der Polizei verändert in Nordrhein-Westfalen? Radikal viel, fast alles. Das ist ein Schwerpunkt geworden. Es ist viel mehr Personal eingesetzt worden. Um das Thema kümmert man sich mit ganz anderer Ernsthaftigkeit. Der technologische Umbruch in der Polizei geht voran, also Stichwort digitale Welt. Also man muss schon sagen, seit Lüchte ist in der Polizei, was dieses Thema angeht, vieles anders geworden. Trotzdem war es ja so, dass Sie schon Monate vor dem Fall Lüchte die Polizei aufgerüstet haben beim Landeskriminalamt in Sachen Kinderpornografie. Wie ist es denn dazu gekommen? Naja, ich war ein paar Monate vorher schon im Landeskriminalamt und hatte, oder mir wurden dann eben Filme vorgeführt, wo man gesehen hat, was Kindesmissbrauch heißt. Nicht theoretisch, sondern wirklich. Und dann sind bei mir die Lampen angegangen, dann habe ich begriffen, was für ein Riesenproblem das ist und dann haben wir begonnen. Insofern, als Lüchte kam, waren wir nicht ganz unvorbereitet, Gott sei Dank. Sie haben dann die Polizei neu aufgestellt in diesem Bereich und wir haben jetzt ja seit einigen Monaten den Fall Bergisch Gladbach. Profitiert die Polizei in NRW inzwischen von den Änderungen? Ja, ich glaube, so schlimm das ist und so schlimm auch Lüchte war, es war für die Polizei sehr hilfreich. Vieles, was wir da gelernt haben, was wir verändert haben, Fehler, die man gefunden hat, man lehnt ja immer noch aus Fehlern, sind dann geändert, verändert worden. Wir haben neue Technologien eingesetzt, wir arbeiten heute anders, die Strukturen, die Abläufe haben sich verändert. Also ich glaube, alle, die jetzt an den neuen Fällen, Bergisch Gladbach, Köln, Duisburg, Wesel, wo immer, durch die ganze Republik zieht sich das ja mittlerweile, alle profitieren von diesen Erfahrungen, die damals gewonnen wurden. Das ist ja eines Ihrer Schwerpunktthemen oder vielleicht auch das Schwerpunktthema des letzten Jahres gewesen. Wie ist denn da das Feedback in der Innenministerkonferenz bei Ihren Kollegen? Bei der Innenministerkonferenz, am Anfang war das mein Problem, aber mittlerweile haben alle begriffen, dass es ein Riesenproblem ist, was überall in der Republik, ja weit darüber hinaus sogar ist und es ist ein Schwerpunktthema mittlerweile. Kinderpornografie, ist das eigentlich ein Wort, was das richtig beschreibt, was dort auf den Fotos zu sehen ist? Nee, da haben Sie recht. Ich glaube, das Wort sollte man am besten sogar vermeiden, weil das klingt so beschönigend, beschwichtigend. In Wirklichkeit ist es fast immer Missbrauch. Und Missbrauch von Kindern ist für mich sowas wie Mord. Das ist ein Leben vernichtet. Kindesmissbrauch und Kinderpornografie sind jetzt ja zwei Ermittlungsschwerpunkte bei der Polizei in NRW. Wird das so bleiben, wenn sich die Zeiten wieder ändern? Sagen wir mal, wenn wir mehr Wohnungseinbrüche wieder kriegen oder so, wird man trotzdem weiter diesen Bereich beackern oder ist das jetzt ein Strohfeuer? Nee, Strohfeuer auf keinen Fall. Das wird ein ganz wichtiges Thema bleiben, weil da geht es ja um mehr. Also wichtig, ein Einbruch ist, bei mir ist auch schon eingebrochen worden und so schwer einen das dann verletzt. Aber Missbrauch von Kindern, vernichtet Leben im Grunde und das ist eine ganz andere Dimension. Sie haben sich auch mal dazu geäußert, dass es schlimm wäre, wenn Leute so einen Fall anzeigen wollen, dass ihnen dann gesagt wird, pass auf, dass du keinen falsch beschuldigst. Ja, das war, glaube ich, die Haltung, die viele in der Vergangenheit hatten. Dass man sagte, guck weg, sage es nicht. Nicht, dass du nachher noch irgendeinen falsch beschuldigt hast. Und ich glaube, da hat sich was geändert, Gott sei Dank. Aufmerksamkeit, melden, sagen, nicht weggucken, ist angesagt. Vielen Dank.